Lohne. Lohne in Space Panda. Woohoo! Nice. Und der wird dann auch mit dem, ne, mit dem Ding da, mit dem Schniedeltrank, wird er dann auch bearbeitet. Warte mal, im Moment, du warst ja ein Weibchen, oder? Hä, du warst ja ein Weibchen. Nee, stimmt. Ha. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. In der letzten Folge haben wir die Base ein bisschen eingeleuchtet mit einer neuen Mod, und zwar Additional Lighting. Die habe ich in der letzten Folge auch im Workshop verlinkt. In der Videobeschreibung habe ich sie verlinkt. Also es ist ein Workshop-Link, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Und ja, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn euch das auch selber interessiert, wenn ihr selber eure Base ein bisschen einleuchten wollt. Da hinten die Lampen und neben den Toren. Und was wollen wir in dieser Folge machen? Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir wollen diese wunderschöne Alpha-Wyvern evolvieren. Und zwar in eine Zombie... Power Wyvern. Genau. Wir haben dafür Gehirne. Und zwar haben wir diese Gehirne hier. Zombie Wyvern Brain. Und ich würde mal sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir evolvieren das Tier. Und ich sag mal, ich nehme mal das ganze Fleisch raus. Und den Sattel nehme ich auch weg, sonst muss ich wieder einen neuen machen. Also. Power Zombie Wyvern. Einmal herstellen. Und die Gehirne nehmen wir natürlich auch raus. Wir wollen ja nicht, dass das alles dann am Ende weg ist, ne? So, jetzt wohnen wir diesem wahnsinnigen Moment bei, indem wir eine Power-Zombie-Wyvern erzeugen. Ich bin mal gespannt, ob diese Power-Zombie-Wyvern dann auch stärker ist als die Speed-Zombie-Wyvern. Weil die Speed-Zombie-Wyvern, ja, wie gesagt, die war zwar speedmäßig natürlich schnell unterwegs, aber die konnte nicht wirklich irgendwas. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die... Power-Zombie-Wyvern. Ah, da ist der Evolutionsprozess gestartet. Jawohl, jawohl, jawohl. Es geht los. Die Power-Zombie-Wyvern. Sie ist gleich da. Hurra, hurra, hurra. Sie ist gleich da. Komm schon. Zeige dich mir. Zeige dich. Ich bin mal sehr gespannt, wie die aussieht jetzt. Ob die genauso aussieht, nur rot. Benenne deine Power, Zombie Wyvern. Ja, sie ist tatsächlich rot. Okay. Sieht ein bisschen verstörend aus. Man merkt es vielleicht an meiner Reaktion. Ach, die braucht gar keinen Sattel? Okay. Dann halt nicht. Ich gebe ihr trotzdem mal das ganze Fleisch rein. Kann ich da einfach jetzt drauf sitzen, ja? Huch. Moment. Nee. Reifeprozess. Reifeprozess? Okay. Verstehe ich nicht. Was reift denn da jetzt? Reift da jetzt ein Baby? Oder reift die Wyvern? Ach, braucht Zuwendung in... Das ist jetzt ein Baby? Wieso das denn? Heranwachsender Power-Zombie-Wyvern. Okay. Das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Davon stand aber in der Beschreibung nichts. Das wurde mir vorher nicht gesagt. Na, Moment mal, wenn das jetzt noch ein Baby ist, müssen wir die ja erstmal irgendwo hinbringen, wo sie nicht gefressen werden kann, ne? Weil wenn hier jetzt gleich wieder ein Manticore kommt, wehrt die sich ja nicht, dann läuft die einfach nur weg. Komm her, los! Und wehe, du hebst jetzt ab. Ach so, ich muss auch die Follow-Distance natürlich entsprechend verringern. Optionen. Ne, nicht kastrieren. Verhalten. Folgeabstand auf niedrig. Los, komm mit. Muss jetzt hier rein. Okay, ich muss den Folgeabstand auf niedrigste stellen. Weil sonst kommt sie mir tatsächlich nicht wirklich hinterher.
Hallo? Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, jetzt kommst du hier rein. Einmal eintreten. Danke sehr. So. Und schnell die Tür zumachen. Damit hier nicht am Ende noch irgendwie ein Manticore reinfliegt, ne? Und das Tier wegschneckt. Das muss ja jetzt nicht sein. Ja gut, dann würde ich doch mal sagen, wir haben doch jetzt auch noch ein Gehirn, also drei. Wir können noch einmal einen Evolutionsprozess durchführen. Ich nehme jetzt mal einen Taming Potion aus dem Kühlschrank. Und dann suchen wir uns einfach nochmal eine Alpha-Wyvern, würde ich sagen. Die wir dann nochmal evolvieren können. Ich nehme mal zwei mit. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich zähmen will. Mal gucken. So, dann geht's los. Hui. Haha. Gott, wie viele Agentaven hier rumfliegen. Ach, der Indominus Rex ist ja auch noch da unten. Ach, wisst ihr was? Ich rette jetzt erstmal. Bevor wir jetzt was anderes anfangen, rette ich erstmal den Indominus Rex. Das ist irgendwie doof, wenn der da unten so rumchillt. Das muss irgendwie nicht sein. Der soll mal hier hochkommen. So, Türchen zu. Den will ich jetzt mal retten. Das ist scheiße, wenn der da unten so rumsteht. Am Ende wird er noch angegriffen. Und ich kann da nichts tun. Der steht halt auch so weit unten, wo man ihn nicht sehen kann. So richtig. Wo er aber vielleicht trotzdem auch noch aktiv ist, wenn ich ein Stückchen weiter hier an die Klippe rüberlaufe. Und das ist dann irgendwie doof. Das muss irgendwie nicht sein. So, wo ist er? Da unten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe, wenn ich hier mich runterlasse. Ja, okay. Hammer! Was war denn das? Ach, ein Golem. Der ist ja egal. Der macht ja nichts. Was ist denn hier? Ein blaues Ei. Blaues Ei ist eigentlich normalerweise ein Zeichen für Sauerstoffmangel, glaube ich. Für zu enge Unterwäsche. Egal. Nein, ich meine, ihr wisst, was ich meine. Meine, oh mein. Tür auf. Los, bring was schnell hinter uns. Ich park den jetzt mal hier drin, dann kann er nicht mehr weglaufen. Hoffe ich. Denke ich, meine ich, weiß ich. Nein, ich hänge fest. Lass mich los. So. Indominus Rex ist gerettet. Nice. Und dann suchen wir jetzt nochmal eine Alpha-Weibern. Alter, das sind extrem viele Agentaven hier. Das ist nicht normal. Definitiv nicht. Mir wurde auch noch gesagt, als Wunsch von euch, ich soll auf jeden Fall auch nochmal den Space Panda klonen. Stimmt, das könnten wir eigentlich mal machen. Ich flieg nochmal zurück. Ich kann zumindest mal gucken, wie teuer das ist, wie viele Shards ich da brauche für den Space Panda. Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch mal. Und dann suchen wir die nächste Alpha-Wyvern. Dann ist es soweit. I promise. Jetzt aber, also nicht I promise, sondern I promise. Jetzt will ich mir das mal angucken. So. Erstmal die Dark Stars rausfriemeln hier. Warum stehen die da eigentlich? Ach ja, weil ich die verpaart habe. Mir verwirrt hier heute. Waren das schon wieder? Schon wieder Blitzdingsen gehört hier. Wer macht hier schon wieder Stress? Nicht, dass hier wieder Manticore hier angeflogen kommt. Im falschen Moment. So. Space Panda ist hier drin. Komm mal mit. Und den Osterhasen soll ich auch verpaaren. Klonen meine ich. Nein, was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Tür zu. Wie ich den Space Panda gerade als Leiter genommen habe. Sehr schön. So. Lalala. So, gucken wir mal. Was brauche ich denn? Um den Space Panda zu klonen. Achso, das war ja das komische Ding. Klone. Wie konnte ich denn das nochmal so aktivieren, dass ich da reingucken kann? Das war irgendwie beim letzten Mal auch schon so komisch. Ah ja. 4111 Scherben. Ach du Scheiße.
Das ist ja wie genauso viel wie bei den Darkstars eigentlich fast, oder? Oder wie viel hatten die nochmal gebraucht? Wartet mal. Einmal Element umwandeln waren 100 Scherben, richtig? Schalten wir das mal ein. Also, Herstellung. Einmal herstellen. Genau. So. Das heißt, wir müssen 40 Mal auf jeden Fall. Also jetzt noch 39 Mal. Ne, doch 40 Mal. Wir müssen ja 111 machen. Also herstellen. 40. Dann sollten das eigentlich 4000 sein, wenn ich mich nach Adam Riese jetzt nicht verzählt habe. Auf jeden Fall erstmal 4000 und dann höchstwahrscheinlich noch 100. So, und dann fehlen natürlich noch Shards. Also müssen wir noch einmal umwandeln, ne? 1, 2, 3, 4. Ach, sind schon... Ne, Moment, das sind ja nur 100 hier. Okay, einmal müssen wir noch. Sonst fehlen uns 11. So, Rinder mit den Shards. Genau, dann machen wir das jetzt nämlich gleich, weil das dauert ja dann auch wieder ewig, bis der, ne? Bis der läuft, der Prozess. Oder bis der abgelaufen ist. Genau, also, das packen wir mal ins Inventur. Ah, da waren ja noch... Na, schade. Okay, die letzten Umwandlungsdinge hätte ich mir sparen können. Egal. Also, Klone. Klone. Klonen, Space Panda. Wuhu! Nice. Und der wird dann auch mit dem, ne, mit dem Ding da, mit dem Schniedeltrank, wird er dann auch bearbeitet. Warte mal, im Moment, du warst ja ein Weibchen, oder? Ja, du warst ja ein Weibchen. Nee, stimmt. Ha. Tja, wie das dann funktioniert, meine lieben Freunde, das ist eine andere Geschichte, ne? Also, wenn das Würstchen noch rangemacht werden muss. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht. Ich bin da kein Experte dafür. Zum Glück habe ich einen Trank für sowas. Und muss mir da keine Gedanken drüber machen. Okay. Na gut. Dann suchen wir jetzt nochmal eine Alpha-Weibern, würde ich sagen. Ach so, wartet mal. Moment. Ich muss nochmal kurz gucken. Die Weibern, die ich evolviert habe, die muss ja auch was zu essen haben. Hatte ich Fleisch nochmal reingesteckt? Ja, ne? Nicht, dass die mir hier verhungert. Das wäre irgendwie doof. Wie viel Prozent hat die eigentlich? Hat die jetzt schon Prozente dazu gekriegt? Huch. Ja. 0,1%. Na, danke dafür. Ich glaube, die kann aber auch gar nicht verhungern. Guck mal, jetzt schon so viel Nahrung. Also so einen hohen Nahrungswert. Wäre ein bisschen komisch. Und ist auch schon so weit eigentlich, dass sie nicht mehr verhungern dürfte. Ah, nein. Okay, dann können wir jetzt wirklich losfliegen. Jetzt können wir wirklich nochmal losfliegen, ja. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Bestimmt fällt mir gleich wieder was ein, weshalb ich nochmal zurück muss. Das ist wie wenn man in Urlaub fährt. Man muss immer nochmal zurück, weil man den Herd angelassen hat oder das Bügeleisen oder so. Prime-Weibern. Nee, nicht Prime-Weibern. Alpha. Alpha-Weibern. Also hier ist eine Alpha-Weibern, aber das ist, glaube ich, nur so eine normale. Können wir mal gucken. Können wir mal gucken, können wir mal gucken. Ich glaube, die ist nur normal. Das ist keine Eternal-Alpha-Weibern. Sieht man auch schön daran, dass sie höchstwahrscheinlich nicht down geht. Ja. Die hat keinen Torpor. Dann ist es eine... Ja. Dann ist sie jetzt auch tot. Aber egal. Gibt alles XP. So, wo, wer, was, wo, wie, was? Ach, da unten. Ein Poison-Drache. Kann man ja mal wieder versuchen, ne? Oh. Okay. Hoppla. Es tut mir leid. Ich wollte dich betäuben, aber ich habe wohl ein bisschen übertrieben. Oh. Ah. Eine Prime-Weibern. Prime-Weibern. Ich baue eine Alpha-Weibern eigentlich. Egal. Ich gebe mir nochmal Mini-Damage. Oh, ich habe Drachenmilch gekriegt. Ah, ein Prime hier, ne?
Ihr wisst schon, was ich meine. Kann man das eigentlich betäuben? Geht das? Bestimmt geht das. Bestimmt geht das. Na, wie viel Schaden machst du? Schon ganz schön viel. Aber du hast schon ab. Ich würde ja mal gerne gucken. Oh, da ist eine. Da ist eine Prime Alpha Wyvern. Okay. Ich möchte gerne mal gucken, ob jetzt nochmal ein Space Panda kommt, wenn ich dieses Tier hier töte. Das wäre zu geil. Hätte man nämlich drei Space Pandas. Dann könnte man ja auch mal versuchen, mit Space Pandas einen Bossfight zu machen. Wäre auch mal witzig. Wenn man so viele dann hat. Oh mein Gott. Wie viel hältst du aus? Du plüschiges Plüschwesen. Ja, okay, ist gleich tot. Wollte schon sagen, ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier nicht richtig? Hoi. Salto. So, da ich Prime Meat brauche, kriege ich es nicht von dem Tier. Sehr gut. Das war doch klar. So, wo ist die jetzt hin hier, die Prime Wyvern, die wir gerade gesehen haben? Wo ist die gerade hin? Muss doch irgendwo sein jetzt. Ah, da. Ich muss auch gucken, dass sie nicht über Wasser runtergeht. Ja, komm mal mit hier. Warte mal, ich muss dich mal weglocken hier. Das ist hier eine schlechte Stelle. Das ist eine ganz schlechte Stelle da. Ah, die macht ganz schön Aua. Ich glaube, die ist ein bisschen besser, oder? Also die hat so ein bisschen... Oh. Das sah gerade cool aus irgendwie. Diese Wyvern da drüben. Das ist aber, glaube ich, auch wieder nur eine normale, oder? Ja, das ist nur eine normale da hinten. Schade, die sieht so cool aus. Die kann man wieder nicht zähmen. Hallo? Drehst du mal nicht einfach um? Kann ja wohl nicht wahr sein. Los, komm mit hier. Kommst du wohl mit hier? Wirst du wohl nicht einfach hier abdrehen? Kann ja wohl alles nicht wahr sein. Gott, wieso ist hier jetzt eine Prime Wyvern? Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Ja, komm mit, komm mit. Wir müssen mal hier ein bisschen abseits fliegen. Wie mich die Blitzwyvern da hinten auch noch verfolgt. Habe ich jetzt gerade, oder habe ich sie gerade verloren? Ja, ich habe sie, glaube ich, gerade verloren. Ja. Los, komm mit. Du Unwesen. Flieg mir nach. Ja, spuck doch dein Feuer. Genau, spuck doch dein Feuer. Achtung. So, jetzt müssen wir uns einfach nur betäuben. Das geht ja fix. Ah, da ist es schon betäubt. Sehr gut. Hervorragend. So, jetzt müssen wir hier das ganze Gekrösel wegmachen, dass wir hier nicht noch irgendwie runtergegrabt werden oder so. Oh. Die Blitzwyvern, die mischt sich einfach ein hier. Das haben wir ja gerne. Alter, was ist denn hier los, bitteschön? Alle schlafen hier jetzt ein, sofort. Absolutes Chaos. So, ich muss direkt hier mal so ein Regen Potion reindrücken. Das hat ein bisschen Schaden gemacht, alles. Katze! Normale Katze. Oh, ein Prime Gigantopithecus. Interessant. Stirb, Katze. Habe ich jetzt eigentlich Prime Meat gekriegt bei einer von den Aktionen? Ich habe kein einziges Prime Meat gekriegt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Warte mal, da liegt doch noch irgendwas. Was ist denn das hier? Ach, ein Trodon. Keiner von euch hier mal Prime Meat? Mann, seid ihr alle geizig. Ungeheuerlich. Warte mal, da drüben. Ich sehe eine Prime Meat Quelle. Hahaha. So. Lass dich töten. Lass dich töten. Und jawohl. Und nochmal schnell wegschnicken, genau.
So, jetzt schnell reinstöpfen. Das Prime Meat. Dann haben wir nämlich gleich noch eine Wyvern, die wir in der nächsten Folge auch nochmal evolvieren können. Und das, meine lieben Freunde, ist gar nicht so schlecht. So, rein damit. Oh, ich habe ja einen Wyvern-Kopf. Alpha-Wyvern-Trophäe, geil. Oh, was habe ich denn hier bekommen? Wyvern-Handschuhe. Neue Skins. Wie erfreulich. Aua! Oh, du Mistvieh, du blödes. Du blödes Mistvieh. Hast du dich einfach angeschlichen? Jetzt hast du doch bestimmt die Effizienz versaut hier. Da ist gar keine Effizienz mehr. Oder? Zähmung 0 von 0. Ich sollte vielleicht auch mal den Taming Potion benutzen. 71. Naja, gut, geht noch. Ja, ich wette, das sind bestimmt so 5%, die ich jetzt verloren habe, wieder wegen der blöden Katze. Eternal Alpha Wyvern 420. Ja, die ist nicht ganz so gut wie die anderen. Die anderen waren 520 oder so. Aber was muss, das muss. Okay, sie ist fertig. Nice. Dann, warte mal, du kriegst gleich Sattel. Hier, nimm. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Da. So. Auf und davon. Folge mir. Sehr gut. Muss vorsichtig sein, nicht zu schnell fliegen. Bin ich mal gespannt, wie viele Prozente jetzt die Zombie-Power-Wyvern hat. Ist aber auch schon komisch, dass die Prozente beim Wachstum von der Zombie-Power-Wyvern, von der evolvierten, dass die irgendwie bei 88 anfangen. Warum? Das ergibt keinen Sinn. Ich meine, wenn es von Anfang an wachsen müsste, das Tier, das wäre natürlich irgendwie sinnvoll, aber warum mitten, also so, oder so kurz vorm Ende so? Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht ein Bug. Vielleicht ist es gar nicht so gewollt. Kann natürlich alles sein. So, die Wyvern, die pflanzt sich natürlich wieder irgendwo hin. Irgendwo ins Nirgendwo. Also das ist ja der Nachteil von den Toren, muss ich mal sagen, ne? Dass die so langsam sich öffnen und schließen. Wenn du halt schnell raus musst, dauert das halt einfach mal gefühlt ewig. Also, ich pflanze die mal hier hinten hin. Schön so ein bisschen da, wo sie keinen Schaden bekommen kann. Genau, jetzt gucken wir mal schnell, wie ist denn der Status von der Zombie-Wyvern, von der Zombie-Power-Wyvern. 88,3. Was macht hier eigentlich so ein Krach? Achso, das ist der Klon-Dings. Ja, das dauert offensichtlich eine Weile hier. Sie braucht aber auch noch Zuwendung in einer Stunde und 15 Minuten. Warte mal, wir können die imprinten? Kann ich jetzt nicht theoretisch einfach so einen Trank machen, der das Tier sofort auswachsen lässt? Warte mal. Das gibt's doch. Bei Dings. Ja, wie lange dauert das eigentlich noch? Oh, 15 Minuten nur noch. In der nächsten Folge schlüpft ein Darkstar. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Will make any creature grow up to an adult instinct. Instantly. With perfect imprint. Das ist doch das, was wir brauchen. Scheiß auf groß werden hier. Also. Ist. Jawoll! Der Zaubertrank hat's wieder gerissen. Okay. Ja, geil. Dann haben wir das jetzt auch erledigt in der Folge. Ich bin auch bescheuert, ey. Da habe ich die Dinger im Schrank und warte die ganze Zeit. Naja, dann können wir die in der nächsten Folge ausprobieren und dann gleichzeitig auch die andere Power-Wyvern oder Alpha-Wyvern auch nochmal evolvieren. Und dann schlüpft auch der Darkstar. Das darf ich nicht verpassen tatsächlich. Da muss ich ein bisschen gucken, dass ich das nicht verschwitze. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Mod-Eternal von der Map Ragnarok. Schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr einen Rev-Link für G-Portal-Server, bei dem ihr 5% Rabatt auf Server bekommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Der Käfer, der hat gerade Fotobombing gemacht. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!